Ha, Lilo, heute machen wir mal wieder ein bisschen Basteleien. Multisystem habe ich gefunden bei Wiki ubuntuusers.de Multisystem. Und das probieren wir aus. Ne? Wofür ist der ganze Frödel da? Wir kennen das vielleicht, ne? Wir kennen das vielleicht von irgendwelchen CDs, die wir auf Heft-CDs gefunden haben. Da sind mehrere Linux-Systeme auf einer Heft-CD drauf und die kann man dann von einer Boot-CD oder besser noch von einem USB starten. Und das machen wir heute mal. Wir machen uns so ein Ding selber, einen bootfähigen Stick. Und dieser bootfähige Stick, der wird dann auch so gemacht, dass wir zumindest eine der Installationen so haben, dass wir einen persistenten Modus haben. Das heißt, dass der USB-Stick sich auch merkt, was wir geändert haben. Aber schauen wir mal. Viel Theorie, deshalb lieber Praxis. Also folgendes. Ihr fügt als Software-Paketquelle folgendes hinzu. Das macht ihr mit Hinzufügen. Dieses Menü, wenn ihr nicht wisst, wo das ist, findet ihr zum Beispiel bei Ubuntu 13.04 in den Systemeinstellungen, bei den Software-Paketquellen oder im Ubuntu Software Center. Und da kommt dann rein Depp. Depp, der Depp. Depp, HTTP Live USB.info Multisystem Depot All Main. Den genauen Link könnt ihr euch per Copy and Paste entweder in der Videobeschreibung oder bei ubuntuusers.de nachlesen. So, schließen. Nachdem das da so drin ist, wird sich wahrscheinlich euer System beschweren, dass das natürlich eine Paketquelle ist, die eigentlich streng genommen eine fremde Paketquelle ist und deshalb muss man sich erstmal mit WGET aus dem Internet den entsprechenden Schlüssel dafür laden, damit unser System diese fremde Paketquelle akzeptiert. Und so und danach haben wir das gemacht. Machen wir am besten ein Update, ein sudo Update, damit die aktuellen Paketquellen verwendet werden, die jetzt erweitert worden sind. Und dann können wir Multisystem installieren. Sudo apt-get install multisystem. Wunderbar. Gut, jetzt kommt der nächste Schritt. Schauen wir mal. Jetzt haben wir natürlich so einen USB-Stick. Und der USB-Stick, der muss im FAT32-Format sein. Auf den soll der ganze Krempel drauf. So, wie machen wir das hier unter Ubuntu? Gehen wir mal auf die Dash und suchen nach Disk oder Laufwerke. Laufwerke, da sucht ihr euren USB-Stick. Ganz wichtig, dass ihr genau den erwischt. Nicht, dass ihr versehentlich was anderes löscht und schaut nach, ob der im FAT32-Format formatiert ist. Ne? FAT32-Format. Und falls er eingehängt ist und ihr müsst formatieren, könnt ihr das über die entsprechenden Symbolchen hier formatieren einstellen. Ne? Und dass der ein FAT ist, ich nenne den jetzt mal FAT32, damit das eingängig ist, formatieren, formatieren. Falls das jetzt scheitert, heißt das, der ist bereits eingehängt, auswerfen und dann können wir den formatieren. Immer genau gucken, dass ihr auch den USB-Stick formatiert und nicht eure Festplatte. Ja, das wäre natürlich nicht schön. Ich nenne immer noch FAT32, formatieren, formatieren und dann hat er das richtige Format. Hier ist in dem Fall ein 32 Gigabyte USB-Stick. Sehr schön. Haben wir das so vorbereitet, können wir das nutzen und finden hier oben dann mit Multi dieses gelbe Symbol Multisystem. So, da steht schon mal was von German, das ist schon mal gut, Deutsch. Und falls das Gerät nicht automatisch erkannt wird, gegebenenfalls den Stick mal raus. Wieder rein, ich mache das mal kurz raus, wieder rein. Oder Multisystem nochmal checken. Ne? Hier ist unser FAT32 formatierter Stick. Nichts ausgewählt. Ne? Das heißt, er hat den Stick zuerst nicht erkannt. Das ist aber nicht schlimm. Jetzt hat er den Stick gefunden. Gut. Und überprüfe steht hier. Na gut, die Übersetzung ist nicht ganz so hundertprozentig. Die Franzosen haben es damit nicht so, denn daher kommt das Programm. Bitte bestätige die Installation von Gruppe 2 im Datenträger Device STP1. Das ist der Bootloader. Den brauchen wir natürlich auf dem Stick, sonst können wir davon nicht booten. Okay.
Auch noch glatt. Wir müssen uns im Übrigen öfters mal als Admin nochmal einloggen. Immer wenn wir was machen, habe ich noch keinen Workaround gefunden. Könnt ihr mal drüber reflektieren. Gut, und hier ist das erste Mal so ein Menü, das dicke Auge. Ne? In dieses Ding können wir jetzt ein ISO-Image fallen lassen. Ne? ISO-Images könnt ihr ja zum Beispiel Ubuntu runterladen. Gibt es ja auch direkte Links. Ich habe natürlich schon so ein paar Dinge auf meiner Festplatte. Ich gehe mal in meinen Nautilus. Da habe ich für VirtualBox schon so ein paar ISO-Images mir runtergeladen. Das wäre jetzt im Video zu lang gewesen. Gut, was nehmen wir denn? Ubuntu 12.04.2 Desktop zum Beispiel. Ne? Dahin, flop. Und jetzt, also das kommt jetzt öfters, dass ich mein Passwort hier angeben muss. 2, 3, 4. Enter. So, jetzt wird dieses Dingenskirchens da hinein transportiert. Das dauert jetzt einen kurzen Moment. Und dann sehen wir erstmal, dass dieses ISO-Image da hinzugefügt worden ist. Das könnt ihr dann natürlich mit beliebig vielen machen, so viel wie euer Stick halt hergibt. So, sobald das abgeschlossen ist, ihr seht, da läuft so eine Zeit rückwärts. Kommen wir wieder ins Hauptmenü, das geht dann automatisch. Und wir können dann noch weitere ISO-Sachen hinzufügen. Mache ich jetzt aber nicht, ich mache das nur mit einem. Und diese eine mache ich auch persistent. Ne? Ihr könnt euch aussuchen, ob das ISO-Image persistent ist, das heißt, ob der sich merkt hinter vom USB-Stick, was ihr gemacht habt. Oder dass es ein ganz einfacher Installationsstick ist, von dem ihr aus einfach nur Ubuntu in verschiedenen Versionen installiert oder andere Versionen von Linux. Da gibt es reichlich, ich glaube so um die 200. Dauert jetzt noch so ein bisschen. Was er da macht, ist eigentlich schwieriger. So, falls es dann hier nicht sofort so erscheint, kann man es ruhig mal schließen. Ja, das ist so ein bisschen buggy, aber ist nicht ganz so tragisch. So, Multisystem. Überprüfe. Will es wieder nicht. Ne? Nichts ausgewählt. Das ist so ein bisschen hin und her. Also ich habe festgestellt, das ist noch nicht so ganz hundertprozentig bugfree. Also da muss man schon mal den USB-Stick wieder rein und wieder raus und hin und wieder zurück. Ne? Also das ist aber nicht weiter tragisch. Irgendwann haben wir es. Ne? Irgendwann haben wir es. Da haben wir wieder unseren USB-Stick. Überprüfe. Jetzt müssten wir unser Ubuntu finden. So, haben wir das einmal geschafft, ist gut. Ja. So, ich muss hier leider so eine kleine Bildschirmauflösung verwenden und dauernd zoomen, weil der halt einen relativ kleinen Bildschirmausschnitt gewählt hat bei seinem Design. Gut, was machen wir als nächstes? Jetzt könntet ihr noch mehrere ISO-Images hinzufügen. Gut, das Auge sei wachsam, da habt ihr so diverse Auswahlmenüs. Die benutze ich momentan nicht, aber wichtig sind hinterher mal diese Pfeile hoch und runter, wenn ihr mehrere ISO-Images habt. So wie die Reihenfolge sein soll hinterher im Auswahlmenü bei eurem fertigen Stick, könnt ihr damit spielen. Ich mache das Auge mal wieder weg. So, als nächstes Menüs. Da geht ihr mal auf Grub-Einstellungen. Na, das Ding mit dem Schraubendreher da. So, gehen wir mal drauf. Sehen wir Folgendes. Ich muss hier, wie gesagt, so ein bisschen zoomen, weil es alles ein bisschen zu klein geraten ist bei dem. Wenn der USB-Stick startet, haben wir die Möglichkeit, so ein Bildchen als Startbildchen festzulegen. Das ist hier ein Standardbildchen, das gefällt mir natürlich nicht. Also das Bildchen ändern. Jetzt zoome ich wieder raus. Zack. Such mir irgendwo auf meinem Rechner ein Bildchen. Hier zum Beispiel Tuxtar. Finde ich cool. Okay. Und dann wird das so groß gemacht. Hier seht ihr die Vorschau. So wird es als Hintergrundbild hinterher erscheinen. Und weil das ein schwarzer Hintergrund ist, habe ich weiß als Textfarbe. Könnt ihr hier ändern. Ihr könnt eine beliebige Textfarbe nehmen. Nehmen wir mal hier fürs Demo grün. So. Gehen wir auf Schließen. Passiert wieder ganz was furchtbar Aufregendes. Dann startet sich das neu. Dieser Grub, der muss sich neu initialisieren. Und da muss ich jedes Mal wieder mein Passwort eingeben. 1, 2, 3, 4.
Dann dauert das wieder einen kleinen Moment. Er aktualisiert das System, den Stick und wie auch immer. Nachdem das Update passiert ist, können wir wieder weiterarbeiten, noch mehr Änderungen vornehmen. Aber wir können hier schon mal gucken, wie das jetzt aussähe. Wir gehen mal auf Booten. So gehe ich zumindest vor. Booten. Live USB in QEMU testen. Kann man auch in VirtualBox, aber da muss man noch was nachinstallieren. Einfachster Weg. Live USB in QEMU. Das grüne Q angeklickt. Hier muss ich schon wieder mein Passwort angeben. 2, 3, 4. So, und hier sehe ich schon mein Ding. Wenn euer Mauszeiger gefangen ist, Steuerung Alt drücken, kommt ihr da raus, könnt ihr das Bildchen wieder verschieben. So, ich zoome jetzt wieder ran. So sieht das schon aus, ne? Der Hintergrund passt. Da haben wir unser Ubuntu 12.04 Desktop ISO und noch einen Haufen Kram. Den habe ich hinterher rausgeschmissen. Das gefiel mir nicht, dass der ganze andere Schrottel dabei stand. Ne? Was passiert, wenn ich da jetzt drauf drücke? Dann startet sich halt das, was normalerweise bei Ubuntu 12.04 käme. Ne? Ganz normal, als hätte ich so eine ISO-Datei von Ubuntu runtergeladen auf den Stick und fertig. Nur, dass ich auf diesen Stick jetzt beliebig viele machen kann. Gut. Sehr schön. Breche ich das mal ab. Kommt mal wieder zurück zum Multisystem. Jetzt ändere ich noch was um. Das soll jetzt ein persistentes System werden. Ne? Und zwar muss man dann das, was man ändern will, anwählen, Menüs und dann Persistent-Modus hinzufügen. Das sehen wir gleich, was das dann bringt. Und wieder mal muss ich mein Passwort. 1, 2, 3, 4. So, und die Größe des Persistent-Modus, also wie viel MB RAM auf dem Stick benutzt werden soll, damit er sich merkt, was ich gemacht habe, kann ich festlegen. Das ist jetzt 1024 Megabyte, genauer gesagt Mibibytes. Kann ich hier ändern mit diesem Schiebeding hier, ne? Kann ich sagen, okay. Und erstelle Persistent-Modus, läuft. Na, läuft doch. So, wenn das erledigt ist, habe ich einerseits Ubuntu 12.04 Installation und wenn ich da reingehe in die Live-CD, kann ich was ändern, zum Beispiel die Google-Startseite oder so einstellen und die bleibt dann auch erhalten. Wir haben also ein Betriebssystem zum Mitnehmen. Sehr schön, wenn wir das so wollen. Jetzt müssen wir natürlich wieder kurz warten, weil er auch auf dem USB-Stick so rumformatiert. Meiner ist recht fix, ne? Mittlerweile gibt es große Sticks auch für kleines Geld. Pfiffige Sache. Persistent-Modus. Ne? Ein gewisser Ordner wird da angelegt, wo die Einstellungen, die ihr eigentlich normalerweise nicht speichern könntet, auf einer Live-CD dann permanent gespeichert werden und dann beim nächsten Start des USB-Sticks wieder zur Verfügung stehen. Natürlich müsst ihr den USB-Stick dann auch, falls ihr den Persistent-Modus nutzt, ganz normal herunterfahren, also das Ubuntu, das da drauf ist, und die Dateien speichern wie gewohnt, als wäre es auf einer Festplatte, damit das alles gescheit läuft. Also hier ist das gleich fertig. Nochmal schon wieder das Passwort angeben. 1, 2, 3, 4. So, nochmal warten. So, Grub Bootloader wird wieder aktualisiert und schön. Gut, hier sieht man das. Jetzt habe ich zweimal, ne? Einmal persistent und einmal nicht persistent. Beides mal Ubuntu Desktop ISO. Sehr schön. Wenn ich jetzt, wie gesagt, die Reihenfolge ändern will, auf das alte Auge klicken, ne? Könnte das hier anwählen, könnte den Pfeil nach oben nehmen, muss schon wieder das Passwort angeben, 1, 2, 3, 4. Vielleicht gibt es ein Workaround, dass man das nicht ständig machen muss, könnt ihr mal kommentieren. So, und dann probieren wir unser Live-System wieder aus. Wie gesagt, das kann man auch hier direkt, aber ich blende lieber das Auge aus,
damit ich lieber nichts verkehrt mache. Live USB im QEMU Tester. Da muss ich schon wieder das Passwort. Gut, das nervt ein bisschen, ist aber nicht weiter tragisch. Jetzt sehen wir, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten zu booten. Entweder persistent, ne, den habe ich ja nach oben geschoben, damit ich standardmäßig den persistenten Modus habe, oder den nicht persistenten, also ganz normale Live-CD, wo man nichts drauf speichern kann. Gut, die nehme ich, die untere nehme ich dann vielleicht zum Installieren mit einem Kumpel und die nehme ich für meine eigenen Dateien, ne, meine eigenen Einstellungen. Den restlichen Krempel, den werden wir dann gleich noch eliminieren, den Eliminator machen. Gehen wir mal auf den persistenten. Der ist beim ersten Start natürlich genauso, als hätte ich einen ganz normalen Live-Stick drin. Beim nächsten Booten sehe ich dann aber, was passiert. Schauen wir mal. Dann haben wir noch folgendes. Grub-Einstellung. Keine Grub-Einstellung, sondern Grub-Config. Wir wollen den komischen Kram noch rausschmeißen. Und zwar öffnet sich dann gedit. Und wir sehen dann zum Beispiel hier, das ist unsere ISO-Datei. Und dann gibt es die ISO-Datei nochmal, das ist der Eintrag, der oben war. Und da kommt so Schrott, ne, Schrott, den wir gar nicht wirklich brauchen. Hier steht Do not remove this marker, also den Marker, den lassen wir drin. Außerdem möchte ich gerne das Booten Reboot ganz unten. Menü Entry Reboot lasse ich auch drin entfernen. Also Do not remove this marker lasse ich drin und den Menü Entry Reboot lasse ich auch drin speichern. So, schließen. Jetzt wird das Ding natürlich mal wieder aktualisiert. Ich muss schon wieder mein Passwort 4. Schauen wir mal. Dann gehe ich wieder aufs Boot-Menü, boote den Live-USB. Schon wieder mein Passwort. Gut, sehr schön. Und jetzt sieht er schon besser aus. Gut. Ihr habt jetzt persistent, nicht persistent, also ganz normales Ubuntu zum Installieren oder Reboot. Ne, Reboot können wir auch mal. Reboot. Zack. Reboot. Wunderschön. Ich hoffe, hiermit geholfen zu haben. Bleiben mit freundlichen Grüßen und tschüss.